Wir hatten ja mal in einem Kommentar die Frage, warum vergleichen wir das immer mit dem Dow? Warum nehmen wir nicht mal den Nasdaq? Hinsichtlich meiner Granularität in der Betrachtung ist das jetzt egal, ob Nasdaq oder Dow. Deswegen haben wir uns heute mal für die Nasdaq entschieden. Hier sieht man einen Chart der Nasdaq. Es handelt sich um einen Monatschart, also wirklich ganz weit aufgezogen von 1995. Mhm. Und es ist auch die lineare Darstellung, also nicht die logarithmische Darstellung, um einfach die Entwicklungen in der Höhe besser wahrnehmen zu können. Und man sieht hier links diesen Bereich Telekommunikation, Internet. Wir hatten diese exponentielle Entwicklung. Ich hatte ja Mitte der 80er angefangen, genau in diesem Bereich. Ich habe das also persönlich alles live miterlebt. Und wenn wir uns diesen Bereich hier mal genauer anschauen, dann sieht man, dass wir in dieser Euphorie eine erste Spitze hatten. Dann gingen wir um 40% runter. Da dachten alle, naja gut, das ist eine sinnvolle Korrektur. Danach ging es dann auch wieder hoch. Und alle dachten, super, es ist vorbei, es geht jetzt weiter, neue Höchststände. Aber so war es dann nicht. Nach den 40% in der ersten Korrektur ging es dann richtig runter, nämlich weitere 80%. Und mir persönlich, ich habe das ja in vollem Bewusstsein meiner geistigen Kräfte, ich war damals 40 Jahre alt, mitgenommen. Und das steckt mir immer noch in den Knochen, kann ich Ihnen sagen. Das ist ein Erlebnis, das braucht man nicht nochmal. Und deswegen sind wir im Moment so vorsichtig, denn wenn man sich das hier anschaut, was hier passiert ist und das, was seitdem in der Entwicklung gezeitigt wird, dann gibt es da gewisse Parallelen. Man hat hier auch wieder diese exponentielle Entwicklung. Wir haben wieder ein erstes Top und interessanterweise auch wieder 40% Korrektur, auch wieder wie hier eine Erholung. Und jetzt stellt sich eben die Frage, ob sich das heute wieder so abspielt wie damals. Ich kann mich daran, ich habe da gerade Abitur gemacht, aber ich war noch nicht mit dem Bitcoin vertraut. Aber die Frage ist natürlich hier, Sie hatten es eben schon angesprochen und es scheint Sie wirklich noch sehr, Ihnen noch sehr im Gedächtnis zu bleiben. Hier war es ja dieses sogenannte Platzen der Internetblase. Jetzt bildet sich hier ein ähnliches Bild ab und die große Frage ist, ob man dieses niedrigere Top dann vergleichen kann mit diesem. Was könnte jetzt platzen? Es ist die Frage des zweiten Tops. Das erste Top haben wir jeweils gesehen an beiden Stellen. Damals in 2002, von 2000 bis 2002, war das zweite Top niedriger als das erste. Und das ist jetzt die Gefahr, die sich hier anbahnt. Wir haben zwei Möglichkeiten, dass wir korrigieren werden. Das ist für mich jetzt persönlich überhaupt nicht die Frage. Die Frage ist, haben wir ein niedrigeres Top wie damals oder haben wir ein höheres Top, wie wir es unlängst beim Bitcoin gesehen haben? Und die Frage nach dem niedrigeren, höheren Top, die, glaube ich, beantwortet die Frage nach der Euphorie. Größere Abstürze, nenne ich es mal, gab es immer, nachdem eine Euphorie so richtig hochgetrieben wurde. FOMO, Retailer wurden in den Markt reingezogen. Und das haben wir hier gesehen in dieser Phase. Da war die Euphorie da, die Dotcom-Bubble wurde aufgeblasen. Und diese Euphorie haben wir hier noch nicht gesehen und auch nicht beim Bitcoin gesehen. Und deswegen glaube ich, wir stehen noch vor der eigentlichen Phase der Euphorie. Und diese Euphorie wird uns, und deswegen bin ich bullisch, wird uns wahrscheinlich zu einem zweiten höheren Top treiben, bevor dann die Vorsicht einsetzt in der Verbindung mit der Erfahrung von damals. Es wird runtergehen und im Sinne eines optimierten Hodlens, wie wir es ja schon mehrfach gesagt haben, sollte man dann idealerweise rausgehen bzw. bei dieser Abwärtsbewegung nicht mehr dabei sein. Und wie gesagt, die Parallelen sind frappierend. Und wer die nicht sieht, also ich bin ja normalerweise kein Freund von Fraktalen. Sprich, man nimmt einen Ausschnitt eines Charts und projiziert ihn auf die Gegenwart und guckt und antizipiert, was möglicherweise passieren könnte. Aber in diesem Fall lohnt sich der Blick in die Vergangenheit, weil vor diesem Hintergrund, vor dieser Denkweise baut sich mein Plan hinsichtlich der Handlungsweise in Sachen Bitcoin, in Sachen Altcoins entsprechend auf.